Liebe Mitglieder des Wirtschaftsbeirats Bayern, es ist mir eine besondere Freude, Sie als Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Wissenschaften zur heutigen virtuellen Mitgliederversammlung willkommen zu heißen. Die Welt steht vor einer Zeitenwende mit historischen Veränderungen in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Wir erleben, wie technologische Sprunginnovationen ganze Wertschöpfungsnetzwerke verändern, getrieben durch die Digitalisierung, aber auch die Biologisierung, verbunden mit einem gesellschaftlichen Paradigmenwechsel. Wir erleben sinkende Technikakzeptanz der Bevölkerung, andererseits zunehmenden Sensus für Nachhaltigkeit. Wir erleben einen wirtschaftlichen Strukturwandel mit Startups als New Kids on the Block, die mit transformativen Geschäftsmodellen etablierte Global Player zum Straucheln bringen. Die Globalisierung ist im Wandel, vom Mehrwert des Freihandels hin zu Protektionismus à la America First und einem neuen chinesischen Zeitalter. Inmitten dieses historischen Umbruchs ist die Corona-Krise aber nicht das eigentliche Problem. Vielmehr hält sie uns die Versäumnisse des letzten Jahrzehnts ungeschminkt vor Augen. Wir müssen uns fragen, ob wir uns zu lange auf den Exporterfolg unserer Wirtschaft ausgeruht haben, zu selten wirklich unternehmerischen Mut gezeigt haben, zu selten Chancen genutzt haben für echte Technologieinnovationen und neue Geschäftsmodelle. Der entscheidende Erfolgsfaktor wird es sein, ob es uns gelingt, unseren wichtigsten Innovationsmotor anzukurbeln, den Menschen selbst. Denn inwieweit wir vom Wandel profitieren, ist weniger eine Frage der technologischen Kompetenz als vielmehr eine kulturelle Herausforderung. Es braucht eine mentale Transformation, die uns umdenken und umlenken lässt, denn der Wandel beginnt im Kopf. Es braucht erstens ein neues Bekenntnis zur technologischen Souveränität Europas. Gerade die Covid-19-Pandemie hat unsere verhängnisvolle Abhängigkeit in der digitalen Welt offenbart. Dateninfrastrukturen, digitale Plattformen im Arbeitsleben, im Unterricht oder auch im Privatgebrauch, unser zentrales Nervensystem wird von Ländern außerhalb Europas gesteuert. Und das trotz dessen zentraler Bedeutung für unser gesellschaftliches Leben, die politische Willensbildung, die individuelle Freiheit, die Privatsphäre sowie die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Es braucht den unbedingten Mut und das kraftvolle Handeln Europas für eine wirklich ambitionierte Initiative. Ein europäisches digitales Ökosystem, das unseren Werten folgt, auf demokratische Kontrolle setzt und digitale Souveränität ermöglicht als Teil öffentlicher Daseinsvorsorge. Es braucht zweitens eine neue Kooperationskultur von Wirtschaft und Wissenschaft. Das klassische lineare Transferverständnis von Universität in die Wirtschaft ist nicht mehr ausreichend dynamisch und hält der Komplexität der technologischen Herausforderungen auch nicht mehr stand. Wir brauchen neue Arbeitsweisen, in denen Universitäten nicht mehr am Anfang einer Wertschöpfungskette stehen, sondern zentrale Akteure von Innovationsökosystemen sind. Aus Forschungseinrichtungen, Wirtschaftsunternehmen, Technologiefirmen, Inkubatoren und Startups. Es braucht lebendige Partnerschaften, die sich wertvolles Expertenwissen und Erfahrungen teilen, vertrauensvoll und effektiv zusammenarbeiten mit agilen Arbeitsmodellen und ihre Kräfte auch im Bereich des Talentmanagements und der beruflichen Weiterbildung bündeln. Das macht Unternehmen und Universitäten gleichermaßen anpassungsfähiger, resilienter und setzt uns in die Lage, neue Entwicklungen frühzeitiger aufzugreifen. Und es braucht drittens den politischen Mut, die Universitäten und deren kreative Kraft von der Leine zu lassen. So darf sich die von Ministerpräsident Söder angekündigte krachende Hochschulreform nicht an die Beschränkungen einer nachgeordneten Behörde orientieren. Sie muss den Hochschulen echte Handlungsfreiheit geben. Nur dann werden wir die Wirkungskraft der in der Heidegger Agenda Bayern für Tech-Innovationen allokierten Ressourcen auch potenzieren können. Nur dann werden wir mit modernen Ausbildungs- und Weiterbildungsangeboten die Studierenden, aber im Sinne eines Lifelong Learning auch die Mitarbeitenden von Unternehmen zu Umdenkern und Umlenkern entwickeln können, eben zu echten Gestaltern der Zukunft. Der Freistaat hat das Potenzial, hat die Reputation und die Kraft, diese Transformation anzuführen. Wir müssen nur dazu geistig bereit und wieder mutig sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine informative Mitgliederversammlung und viel inspirierenden Austausch. Ihr Thomas Hofmann.